Hallo und herzlich willkommen zum MBCAD Video Tutorial. Mein Name ist Katrin Bohn und heute zeige ich Ihnen Draftzeit den Streckenbefehl. Mit dem Strecken können Sie Elemente verformen oder verschieben, somit Zeichenelemente vergrößern oder verkleinern. Ich zeige es Ihnen an einem einfachen Beispiel. Hier habe ich einen Grundriss, ziemlich einfach gehalten, und Sie sehen hier ein Tür- oder Fensterelement. Und das möchte ich, wie Sie jetzt im rechten Bereich sehen, einfach nach oben verschieben. Und es geht wirklich ganz einfach. Sie nehmen den Streckenbefehl direkt aus der Symbolleiste und ziehen jetzt ein Fenster vorzugsweise von rechts unten nach links oben auf. Und alles, was innerhalb des Fensters, des Fangfensters war, wird verschoben und alles, was nur vom Fangfenster angeschnitten war, wird verzerrt. Dann bestätigen Sie mit Enter Ihre Auswahl und jetzt sagen Sie, von welchem Punkt zu welchem Punkt einfach verschoben werden soll. Ich wähle jetzt diesen Punkt aus und möchte jetzt nach oben zu dem Punkt verschieben. Und schon ist mein Fensterelement nach oben gerutscht. Weiteres Beispiel. Ich möchte aus einer Zweiersteckdose eine Dreiersteckdose machen. Auch ganz einfach. Ich gehe zu meiner Zweiersteckdose, wähle wieder den Streckenbefehl aus meiner Symbolleiste, ziehe wieder ein Fenster von rechts unten nach links oben auf. Der Steckdosenausschnitt und die rechten Linien waren komplett drin und diese Linien habe ich nur angeschnitten. Also die werden sich jetzt verzerren und der Rest wird einfach verschoben. Die Auswahl wieder mit Enter bestätigen und dann die Punkte zum Verschieben auswählen. Ich wähle den Mittelpunkt meiner Steckdose und verschiebe jetzt zu diesem Punkt. Und schon habe ich meine Steckdose schon mal vergrößert. Was mir jetzt noch fehlt, ist der mittlere Steckplatz. Dazu nehme ich jetzt einfach das Kopieren-Werkzeug. Das ist als Block hinterlegt. Ich klicke ihn einfach an, bestätige die Auswahl und verschiebe jetzt von dem Punkt hier auf den Mittelpunkt. Und schon habe ich aus einer Zweiersteckdose eine Dreiersteckdose gemacht. Aber bitte den Streckenbefehl nicht mit Skalieren verwechseln. Mit Strecken, wie Sie gesehen haben, arbeiten wir nur in eine Richtung. Weitere Videos finden Sie unter www.facebook.com/mbcad.